René, vielen Dank erstmal, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir ein Video zu machen. Es ist gar nicht so einfach, an dich ranzukommen. Dich zu erreichen ist eine Katastrophe. Du hältst dich auch im Hintergrund auf, man kriegt keine Nummer raus und so weiter. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich denke doch. Ich habe mir vorgestern eine neue Nummer gekauft. Okay. Die haben sie innerhalb von einer Stunde rausgekriegt. Also, für mich war es sehr schwierig. Ja. Wie geht's dir? Mir ganz gut. Sieht man auch. Und du lebst momentan wo? Stendal. Noch? Was hast du vor? Mal gucken, Umzug steht in Planung. Okay. In welche Stadt, wenn ich fragen darf? Niedersachsen. Niedersachsen, okay. Was zieht dich dahin? Meine Frau? Nee, Freundin. Okay. Schön. Es haben ja Gerüchte kursiert im Internet, dass du tot bist. Ja. Weil man von dir überhaupt nichts mehr gehört hat die letzten Jahre. Und überall werden Fragen gestellt unter den Videos, was macht René? Vielleicht kannst du einfach mal den Zuschauern sagen, was du so machst zurzeit. Naja, also ich hatte zwar einen 1-Euro-Job. Okay. Ja, da war ich einen Tag. Ja. Okay. Und nächsten Tag durfte ich nach Hause fahren wegen Corona. Okay. Ja. Und jetzt aktuell gerade wieder nichts? Nö, die wollten sich melden, aber das haben sie auch gemacht, schriftlich. Aber das war dann die Kündigung. Und jetzt momentan auf der Suche. Ja. Was würdest du gern machen? Ja, ich würde eigentlich alles machen, außer Schippe scheißen. Okay. Ja. Aber so, gibt es eine bevorzugte Tätigkeit? Was macht dir Spaß? Was kannst du gut? Ja, ich bin da ein bisschen anpassungsfähig. Ne? In welchem Bereich hast du denn gearbeitet schon? Tischler. Elektro, Metall. Es gab doch die Sendung, ich glaube, die wurde 2015 ausgestrahlt vom MDR, in dem du kurz zu sehen bist und sagst, 2 Jahre hätten dir die Ärzte noch gegeben aufgrund einer Leberzirrhose. Damals hast du gesagt, die sind schon überschritten. Ja. Und jetzt sitzt du heute mir gegenüber, ja. Kerngesund, siehst gut aus. Also, wie hast du das geschafft? Festnahme? Mhm. Und dann? Ja, wurde ich natürlich entlassen und von da aus wieder festgenommen und dann auf Therapie. Und von da aus bin ich dann nach Stendal gleich erzogen. Die Therapie sah wie aus für dich? Ja. Uchtspringen halt. Mir sagt das nichts, Uchtspringe. Das habe ich in Baden-Württemberg noch nie gehört. Ich denke, viele Zuschauer, die jetzt hier aus ganz Deutschland zuschauen, die kennen das auch nicht. Was ist das? Ja, das ist ein Landeskrankenhaus, ja. Okay. Geschlossen? Darf man nicht raus? Nee, also du kriegst schon also nach einer gewissen Zeit deine Lockerungsstufen, alles. Kriegst du deine Daraus-Aus. Gänge. Mhm. Ja, dann wirst du deinen kompletten Ausgang, kannst du jeden Tag rausgehen. Ist das zeitlich begrenzt oder ist das zeitlich unbegrenzt? Das ist zeitlich begrenzt, ne? Also muss halt abends oder da sein. Nein, der Ausgang klar, aber wie lange du da insgesamt in dieser Klinik bist? Ist das zeitlich begrenzt? Ja, das begrenzt? Das ist Paragraph 64. 64, ja. Und das heißt, dieser Paragraph 64 besagt, 2 Jahre schaffst du die Therapie nicht, können sie die höchst verlängerte Frist bis auf 4 Jahre aufstocken. Ja, okay. Können sie aufstocken auf 4 Jahre. Aber das ist das Maximum, dann müssen sie dich rauslassen. Ja, dann müssen sie. Okay. Gibt es auch eine Therapie, sagen wir mal, Therapieversager, die nicht therapiefähig sind? Und was, Und was passiert mit denen? Ja, die werden erledigt und gehen sofort wieder in Haft. Und sitzen dann die Haftstrafe ab, die sie eigentlich gekriegt haben? Naja, die Zeit, die sie da waren, ja, die wird ihnen angerechnet. Sitzen dann halt nur die Reststrafe ab. Das bedeutet, man kriegt eine Freiheitsstrafe, beispielsweise von 5 Jahren. Ja. Dann sitzt man einen Teil von dieser Freiheitsstrafe und dann
gibt es den Paragraph 63 und man geht dann in diesen Maßregelvollzug. Nee, das ist begrenzt. Also ich glaube, bis zu 4 Jahre darfst du nur haben. Ja. Dann sag mal, machst du die 2 Jahre. Von den 2 Jahren wird ja aber nur 2/3 angerechnet. So, das heißt, du kriegst danach nochmal in dem Falle Bewährungsstrafe. Dann kriegst du noch schön, weiß ich nicht, Führungsaufsicht, halt das ganze Programm. Und das ja, hast du aktuell noch? Ja, oder ja, nicht mehr? Ja, ja. Okay. So. Und ja, versage ich das, dann entweder gehe ich nach § 67h nochmal für 3 Monate bis maximal 6 Monate wieder zurück in Therapie. Oder die sagen, nee, hat keinen Zweck, geht in Haft und sitzt die Reststrafe ab. Und das wäre wie viel bei dir? 10 Monate. Was noch offen wäre? Ja. Okay. Jetzt momentan läuft alles ganz gut und du, ich finde, du hast dich auch sehr gut entwickelt gegenüber den Ausstrahlungen von NDR. Ja. Wo möchtest du dich jetzt gern in 5 Jahren sehen? Wo würdest du gern stehen, dass du sagst, so bin ich zufrieden, so könnte es erstmal bleiben? Ja, auf jeden Fall erstmal ein Umzug, ne? Führerschein, sag ich mal, habe ich in Planung. Ja. Dem steht auch nichts im Wege, dass du da irgendwelche MPU oder so. Nö, also von dem wüsste ich jetzt noch nicht, dass ich MPU machen muss. Steht in keinem Urteil nichts geschrieben. Hast du schon mal einen Führerschein gehabt? Nee. Noch nie? Ach. Okay. Der Beste wird es irgendwann 2000 und weiß ich nicht wann. Da saß ich noch in Haft, da habe ich Post gekriegt. Ja, auch zu meiner Mutter. Da hat die Staatsanwaltschaft geschrieben, ich soll doch meinen Führerschein abholen von der Staatsanwaltschaft. Ich habe auch noch nie einen besessen. Der ist gut. Ja, der ist sehr gut. Ja. Ja. Hier drauf. Sind wir jetzt gerade in der Augustenstraße. Links daneben, das blende ich nachher noch ein, wohnt deine Mutter. Wie lange hast du hier gelebt in dem Objekt? Oh, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall nicht lange. Nicht lange, nein? Nee. Vielleicht ein Jahr. Nach der Angerstraße ging es ja direkt in die Augustenstraße. Hm? Und dann hast du nur noch ein Jahr hier gelebt? Ja, ungefähr, und dann, ja, anderthalb Jahre länger war es nicht. Und dann ging es für dich in Haft, dann ja, in diese Klinik, ja, und jetzt in Stendal. Ja. Okay. Dann hast du also hauptsächlich in der Angerstraße dein Leben verbracht. Waren wir vorhin dort, haben wir ein paar Fotos geschossen, die blende ich dann ebenfalls mit ein. Kinder hast du keine? Nein. Also ich weiß von nichts. Ja, okay. Also bis jetzt kam noch keiner, er hat mich mit Papa angesprochen. Okay. Zu deinen Brüdern Kontakt? Ja. Also, teils. Teils heißt zu Andy? Andy, Christopher. Okay. Norman nicht? Nee. Und du bist der Älteste von, ja, von deinen Brüdern? Ja. Gibt's von deiner Seite irgendetwas, das du gerne erwähnen möchtest, was du klarstellen möchtest, dass vielleicht irgendwas falsch dargestellt wurde, wo du der Meinung bist, da muss ich mal aufräumen und ja, das richtig stellen? Also allgemein das ganze Thema Stern-TV, dieses Hoch- und Runtergespiele. Wir waren ja auch lange noch weg. Ja. So, wir hatten ja kein, wo sie Filmmaterial herkriegen. Das heißt, man hat dann einfach aus Jahren zusammengeschnippelt, um mal wieder was zu bringen, damit das halt im Kessel bleibt. Ja, und ja, jetzt suchen sie halt, ja, jetzt momentan nicht mehr. Haben sie aber halt meine Mutter und so, dies, das, Christopher und so, immer wieder aufgesucht und neue Verfilmungen gemacht und ja. Aber wie gesagt, also sie, die hatten da irgendwie eine Sendung rausgebracht letztes Jahr. Da sollte ich benannt werden und da habe ich Stern-TV klipp und klar eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, so läuft das nicht. Die haben mich da komplett rauszunehmen. Aha. Haben die auch gemacht.
Ja, also mit die. Und das hast du aus der Haft oder aus der Therapie rausgemacht? Nee, von zu Hause aus habe ich schon in Chennai gewohnt. Ach so, okay. Ja. Okay, das ist ja. Da war es hinterher, dass da nichts weiterkommt. Ja. Okay.